Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Krohn. Eine Review, auf die ich mich ganz persönlich wahnsinnig gefreut habe und es hat sich angefühlt, als müsste man länger warten als auf die nächste Game of Thrones Staffel. Das meine ich ernsthaft so. Die Rede ist natürlich nicht vom Grundspiel, sondern tada! Die Endurance-Expedition! Endlich ist sie gekommen. Die Endurance-Expedition. Wie immer werden wir uns hier bemühen, das ist eine Erweiterung für Time Stories, falls ihr irgendwie zufällig hier gelandet hier seid. Hier ist die Playlist für alles, Brettspiel. Was wir dazu schon gemacht genau. haben. Und wir werden das natürlich wieder sehr spoilerfrei versuchen. Und trotzdem werden wir natürlich das erste Zimmerchen zeigen. Und wir werden auch die Personen zeigen. Wir werden auch die Personen zeigen. Und beim Spielaufbau kommen ja, kennt man ja immer Gegenstandskarten. Und die erste Karte zeigen wir ja gern immer. Also, und dann gibt es halt auch eine Kartenart. Die werden wir auch zeigen, wodurch man dann, glaube ich, recht schnell versteht, worum es hier geht. Was hier so los ist. Und natürlich werden wir danach darüber diskutieren, wie es uns gefallen hat. Und sicherlich muss man auch da das ein oder andere zumindest andeuten. Ja. Aber das ist ja auch wichtig, ihr wollt ja letztendlich auch wissen. Also das ist eine relativ spoilerfreie Rezension, aber ich werde den Hunter unter den Tisch zwicken, wenn er da zu weit geht. Eine Sache, die ich eigentlich fast, also es ist, gehört fast aus, ein Mini-Spoiler, die ich eigentlich fast das Wichtigste daran finde, ist die Endurance-Expedition. Wer jetzt denkt, super, das ist das Time Stories Abenteuer, das spiele ich mit meinen Kindern, weil den wollte ich schon immer mal beibringen, wie damals hier die Antarktis und so entdeckt wurde. Ja. Das steht hier wirklich, ich habe jetzt extra nochmal geguckt, ob das irgendeine Hinweise draufsteht. Was hier auf einen zukommt, diese Endurance-Expedition, ist ganz klar ins Genre des Horrors. Ja, hier steht 12 plus, das ist schon, ja. Ach, das steht noch, aber hier steht 12, hier wirklich, ja. Aber man könnte durchaus sagen, das ist ab 16, das was da passiert. Im ersten Raum wird es gleich klar gemacht, deswegen ist es eigentlich kein Spoiler. Also es ist einem sofort klar, wenn dieses Spiel hier losgeht, um Gottes Willen, ich bin ja gar nicht in einer wissenschaftlichen Expedition, wo ich jetzt Dinge erfahre und die ich dann hinterher in meinem schulischen Wissen... Es riecht eher so ein bisschen streng. Es riecht nach Horror und verwiesten Leichen. Und es ist harte Kost. Sind es natürlich super, aber das ist vielleicht, ja, so wer da ist, das ist vielleicht das, was man wissen sollte. Wir werfen erstmal einen Blick hier auf die Charaktere, die man mit auf die Endurance-Expedition nehmen kann oder eben die Wirte, in die man hineinschlüpfen kann. Lustigerweise gibt es hier auch einen Husky-Hund, den man tatsächlich eben als Charakter spielen kann. Also was wie der hünenhafte Seebär und Fenrir, der Hund. War zum Beispiel meine erste Wahl. Und die bringen natürlich auch szenariotypisch eigene Symbole und Eigenschaften mit sich. In diesem Szenario haben die Wirte die Eigenschaften Kraft, Instinkt, Intelligenz und Willenskraft. Ja, und man sieht hier an den Blättchen genau Widerstandsfähigkeit, Lebenspunkte und, oho, geistige Gesundheit. Ja, und dann gibt es noch die neuen verstörenden Ereignisse. Da mag bei dem einen oder anderen schon eine Glocke im Kopf bimmeln. Wir schauen uns mal hier so einen Charakter von der Rückseite an. Peter Mountain Edwards, hünenhafter Seebär, geistige Gesundheit 2, das sind seine Werte und hat natürlich eine Spezialfähigkeit und einen kleinen Storytext. Ja, den kann man dann zum Beispiel eben hier mit dem Schlittenhund zusammen, mit dem Alpha-Männchen Fenrir auf die Reise schicken. Wieder stimmungsvoll schön gemacht. Ja, wie gesagt, das sind die Werte bei dem einen oder anderen. Mag es beim Stichwort geistige Gesundheit, wie gesagt, schon klingeln. Und tatsächlich legt man auch beim Spielaufbau und ja, lernt sie deswegen unweigerlich direkt schon mal kennen. Es gibt so Wahnsinnskarten, die wir jetzt natürlich nicht anschauen werden. Aber ja, da ist vielleicht dann schon recht klar, wohin diese Endurance-Expedition wirklich läuft. Ja, in dem Kesselraum fangen wir an. Das heißt, wir sind natürlich auf einem Schiff und das sieht man schon, besonders angenehm sieht es hier nicht aus. Der Raum ist zum Glück sehr klein, also ist wirklich ein kleiner Spoiler, könnte man sagen. Das Symbol hier, wer sich nicht mehr daran erinnert, bedeutet immer, da muss ein Ermittler hin und diese Karte untersuchen. Da hat man gar nicht die Wahl. Ihr befindet euch im Kesselraum eines Schiffs. Es ist still, abgesehen von einem immer wiederkehrenden Knacken. Vermutlich das Holz, das mit der Kälte reagiert. Die Luft ist kalt, richtig kalt. So kalt, dass eure Glieder bereits taub werden, obwohl ihr gerade erst angekommen seid. Der Ort ist eng und ziemlich dunkel. Hier solltet ihr nicht länger bleiben als notwendig. Zu eurer Linken seht ihr einen kalten Heizkessel, aus dem eine teilweise verkohlte Leiche hängt. Zu eurer Rechten führt eine Wendeltreppe, sowohl nach oben als auch nach unten. Sie ist mit Eis bedeckt.
Kesselraum, da kann man sich denken, ja natürlich, wir sind in einem Schiff und haben hier die Anfangsräume, Kesselraum, Messe, Kombüse und Zwinger. Das ist auch noch das, was wir euch zeigen. So sieht die Karte wirklich schon beim Spielaufbau aus. Und ja, vermutlich gibt es auf diesem Schiff noch andere Räume zu entdecken. Ja, also mich hat es wirklich überrascht. Ich habe, wie gesagt, mich die ganze Zeit auf die Endurance-Expedition gefreut und dachte, das wird jetzt so ein, weißt du, so wie bei Robinson Crusoe. Schön Russo, historisch. Als wir da mit Darwin unterwegs waren. Ja, schön genau. Historisch. Und ich finde ja auch Entdecker und Expeditionen wirklich immer ein cooles Thema. Und das war wirklich das, was ich erwartet habe. Und dann hat es mich gleich frostig erwischt, aber das ist dann nicht was, was sich da herauskristallisiert, sondern man fängt halt an und der ist schon beim Spielaufbau klar. Aha. Ja, ihr habt halt ja auch Leute, gesehen, also alle die jetzt bei der Erklärung genau hingeguckt haben, beziehungsweise die Leute, die das halt wissen und bei geistiger Gesundheit, da klingelt es einfach schon bei manchen eine Glocke Leuten, im Kopf angeht. Das ist die richtige Glocke. Ja, so viel kann man vielleicht sagen. Genau darum geht es auch. Alle, die es nicht wissen, was es sein soll, die können sich überraschen lassen, weil es ist eine schöne Überraschung. Man muss es wirklich sagen. Es ist eine schöne Überraschung, was hier los ist. Ja? Und, ja. Aber letztlich da, es wird ja schon vor der Abreise, werden ja immer so ein bisschen die Sachen auch erklärt. Und da kommen ja hier Wahnsinnskarten auf den Spielplan und da zuckt natürlich der ein oder andere schon. Das hat nicht mehr mit Polarforschung zu tun. Das hat dann, ja, also natürlich kann man auch da wahnsinnig werden, aber die meisten werden schon wissen, wo der Hase läuft. Und das ist dann vielleicht auch was, um jetzt mal eine Einschätzung zu geben, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte aber bisher tatsächlich auch, ich habe glaube ich kleinere Schwankungen in den Spielerlebnissen als du. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ganz völlig spoilerfrei ist, dass es eigentlich tatsächlich das Szenario ist, wo die Gruppen, die jetzt wirklich zu viert und mit einem starken Rollenspiel-Touch eh schon immer gespielt haben, am stärksten belohnt werden. Also ich habe das ja auch immer mal wieder mit meiner Frau, auch zu zweit so ein Szenario und das macht uns immer riesen Spaß. Jeder spielt dann zwei Rollen und so. Das funktioniert auch toll. Mhm. Aber klar, wenn man hier jetzt wirklich dieses Rollenspiel-Ding und jeder spielt seine Rolle und vier Leute, gibt es einige Effekte und in der Mechanik. Vor allem in den Wahnsinnskarten, die dann wirklich, die hauen dann richtig schön rein. Und machen dann natürlich auch mehr Spaß. Ich sag nur, das nimmt Anleihen an Winter der Toten, würde ich sogar sagen, ja, mit plötzlich sich verändernden Bedingungen oder auch Willen des Wahnsinns, ja. Also das ist tatsächlich auch, finde ich, eine sehr schöne Sache. Ich kann vielleicht erstmal sagen, ich habe immer so, die versucht immer so einzuordnen, die verschiedenen Erweiterungen. Und die Endurance-Expedition tatsächlich ist für mich inzwischen die beste Erweiterung. Sie kommt für mich sogar noch vor. Hinter der Maske, die ich ja auch sehr schön fand. Die dieses Drachenprophezeiung. Ja, Drachenprophezeiung fand ich ja so ein bisschen zu viel Kampf. Aber egal, also für mich die beste Erweiterung bislang war ja hinter der Maske mit dem schönen Ägypten-Thema. Ja. Noch besser hier, weil es tatsächlich also das Thema, also die Stimmung, und die ganze Story wirklich ganz, ganz toll. Auch hat einen schönen Twist so im Anfang, den man so auch noch nicht hatte, der gut funktioniert, der gut in die Irre führt irgendwie auch, würde ich mal sagen. Eine schöne Geschichte und dann auch im weiteren Verlauf, es ist schwierig zu sagen, ohne zu spoilern. Ich würde sagen, ich weiß. Nein, ich würde sagen, es gibt da so einen Effekt, wo sozusagen man Dinge von einem anderen Blickwinkel nochmal neu erlebt und kann dann aber Rückschlüsse ziehen von sozusagen der ersten Erfahrung. Und das ist tatsächlich wirklich sehr schön, was quasi auch die ganze Mechanik, Grundmechanik ist ja auch das, dass man es mehrmals spielt und dann mit der Erfahrung nochmal und es besser macht. Und das ist hier so eingewoben schon in ein System, ohne dass man sogar mehrmals spielen muss. Also wirklich ganz, ganz toll. Was ich aber sagen muss, erstmal ist, es ist knapp immer noch unter dem Grundspielfall, aber wirklich noch knapp, weil es ist halt auch von der Stimmung her ähnlich. Auch der Grundspielfall war ja düster und gruselig und so. Und das hat mir einfach und auch meiner Frau, die mal mitgespielt hat, wirklich am besten gefallen. Das Einzige, was mir da jetzt wirklich aufgefallen ist, noch mal mehr als bei den anderen, vielleicht auch jetzt, weil jetzt so viele Erweiterungen da sind, ist, dass irgendwie am Ende hier und aber auch bei den anderen Erweiterungen, wenn man zurückguckt, bleibt so ein bisschen das Gefühl zurück, cool, tolle Stimmung, tolle Story, über die wir aber am Ende immer irgendwie ein bisschen zu wenig erfahren haben. Ich weiß nicht, wie dir es dabei ging. Mhm. Aber es bleibt irgendwie, das ist aber ein Grundproblem. Es hat gar nicht so sehr jetzt mit diesem Erweiterung, ich finde, es gilt für alles, selbst für den Grundfall gilt es,
da wird immer unheimlich viel angeteasert und angerissen, aber so die grundsätzliche Erklärung, wer hat jetzt eigentlich wirklich was gemacht, warum, also die ganze Geschichte, der eigentliche Roman, der hier passiert ist. Der findet zum Teil schon auch im Kopf statt. Der findet zum Teil im Kopf statt. Ja, das, ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Der findet, ich will nur das festhalten, das, der findet wirklich im Kopf statt. Und speziell hier bei diesem Fall ist es halt so, und das gilt auch zum Beispiel auch für den Marcy-Fall, wo es ja um Zombies geht. Hier geht es ja um, ich will es nicht sagen, aber ihr wisst eigentlich ja schon, worum es geht. Ja, wer diese Storys kennt, wer die Storys kennt, auf dem das basiert oder auf dem das sozusagen andockt, ja, bei dem geht auch das Richtige ab. Aber meine Frau zum Beispiel, ja, die kennt sich mit der Story, auf dem das hier basiert, gar nicht aus. Und die hat am Schluss gesagt, hä? Obwohl die natürlich trotzdem alles irgendwie mitkriegt. Verstehe, aber die hat echt gesagt so, und? Ja, wie? Und was? Wie jetzt? Und also hat tausend Fragen gehabt. Und ich musste eigentlich ihr sagen, ja, stimmt, das ist alles hier nicht erzählt. Also du musst leider ein anderes Spiel spielen oder noch ein paar andere Bücher lesen oder noch ein paar andere Filme gucken. Und dann wirst du verstehen, was das hier eigentlich alles heißen soll. Jetzt verstehe ich den Gedanken dahinter. Und also das sind quasi, das sind immer Genre-Geschichten. Aber wenn man das Genre nicht kennt, auf das es sich bezieht, mag vielleicht auch für den Zombie-Fall gelten. Auf jeden Fall. Wenn das die erste Zombie-Geschichte ist, mit der man konfrontiert wird. Klar, das ist, es spielt in Genres. Man sollte auch, ja, das sollte nicht das erste Mal, oh, was ist denn das für eine Maske? Nee, sondern das ist eine ägyptische Maske. Ja, ja, ja. Sondern du musst irgendwie gleich irgendwo da reinkommen. Ja, da ist vielleicht was dran, ja. Und das finde ich interessant. Ja. Ich finde interessant, und das hat also meine Frau den größten, der fand es wirklich auch toll, aber das Größte, was sie gesagt hat, ist, was war hier eigentlich los? Ja, warum ist so wenig erzählt? Warum ist am Schluss, wird so wenig aufgeklärt, so wenig Hintergrund geliefert, so wenig Auflösung gegeben? Wie haben sie jetzt welche Person wie wirklich verhalten? Und da bleibt so eine Leere zurück. Und das, da muss ich ihr wirklich recht geben. Also so gut ich das finde, ich würde mir für die Zukunft wirklich auch wünschen, auch wenn ich an die anderen Fälle denke, dass irgendwie mehr Text geliefert wird. Ich weiß nicht, wie und man das macht. Und habt ihr überall alles geguckt? Alles und so geguckt, also ich denke mir ja auch, dass, da könnte man wirklich auch ein bisschen, du hast schon recht, so ein, was weiß ich, jetzt aktuell ein Videospielzitat zu nehmen, Resident Evil 7, auch Horrorhaus, und da kriegt man tatsächlich auch irgendwie nicht so viel von der Story mit, aber man kann da wohl dann, wenn man es gründlich spielt, halt lauter so Akten finden und Fetzen hier in Zeitungsartikel, dass du das halt noch mehr so versteckst, halt, dass du sagst, okay, pass mal ich auf. Ich habe mir das schon dann noch, und dann wirst du auch für die Durchgänge wieder alles, belohnt werden. Alles durchgeguckt, nee, man, was wir nicht gesehen haben. Ich glaube auch nicht, dass es drin ist, aber dass man das mal machen könnte. Also eins, wo die Story kann ruhig versteckt sein, also dass es dazugehört, zu entdecken, was hier los ist. Mhm. Aber letztlich, ja, das ist jetzt fast ein philosophisches Gespräch über Time-Stories. Ja, ja. Ich bin natürlich auch, also bei mir ich bin vielen von diesen Genres zu Hause, die bisher verwendet haben. Und daher hatte ich das da Gefühl ist es nicht, aber ich kann verstehen, also, dass es wer natürlich, so geht. Ja. Wer natürlich da voll drinsteckt, der wird belohnt, der hat auch die Rätsel viel leichter, ja. Und der weiß viel mehr, diese ganzen, das steckt voller Andeutungen, voller Zitate, voller liebevoller, ja, Reminiszenzen. Ja. Und das ist schön. Das ist schön, aber für alle Leute, die diese Reminiszenzen und diese Zitate und diese Rätselsachen auch verstehen und wissen, worauf sich das bezieht. Für alle, die das nicht wissen, bleibt so ein bisschen ein schaler Geschmack am Ende, wo du dann denkst so, ich bin eigentlich bisschen ausgeschlossen. Ja, ja. Und das ist schade, das ist wirklich schade. Und ich denke, ich würde mir wünschen, dass Time Stories vielleicht jetzt in den nächsten Erweiterungen vielleicht ein bisschen eigenständiger wird, sich getraut, eigene Geschichten auch komplett zu erzählen und sich nicht nur sozusagen nicht nur eine Variante von etwas zu machen, was ja eigentlich jeder kennt und jeder weiß. Und speziell hier ist es so, sag ich mal so, alle Leute, die wissen, worum es hier geht, die Grundgerüst der Story ist total klassisch. Ja. Und das ist halt... Das ist natürlich klar, das ist jetzt wirklich ein philosophisches Gespräch, aber das gilt natürlich klar. Dieses allerstärkste Geschichtenschreiben ist dann nicht mehr gekonnt zitieren, sondern selbst Zitate erschaffen. Dass am Ende man selbst wieder zitiert wird, weil man was vollkommen Originäres im Storytelling geschaffen hat. Deswegen, ja, einfach nur einfach ist trauen. Gar kein Jammern. Das kein ist Jammern. Und ich sage nur Space Cowboys. Danke, ne? Dass wieder ein Star war. Danke, ja. Und Unlock zum Beispiel fand ich sehr originär von den Storys. Ja.
Obwohl es auch, ja, naja gut, ja, naja stimmt auch nicht, war die Mausefalle war sehr originär. Aber schon noch viel, da war auch viel Zitat. Es ist natürlich klar, diese Genres, es ist auch schön, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlt trotzdem, immer noch, jetzt wo es ja auch Unlock gibt, es fehlt immer noch, es sind so, was mich mal was positiv, also weiterhin was Positives zu sagen, was mich überrascht ist, dass tatsächlich stimmt, jeder Fall hatte bisher seine ganz eigene Mechanik. Es gab da wirklich immer ein neues Aha-Erlebnis und lustigerweise fehlt in meiner Warnung immer noch der ganz klassische Rätselfall, wenn ich den mal so nennen will, wie er ihn jetzt bei Unlock und in den Exit-Spielen, wie er jetzt zuhauf da war. Das war das, was ich, glaube ich, ursprünglich bei Time Stories erwartet hatte. Geschichten, rätsellastige Geschichten. Ich habe jetzt vier, fünfmal was anderes bekommen, als ich ursprünglich erwartet hatte, war aber vier, fünfmal auch total glücklich. Ich meine damit nur, ist so ein richtiger Rätselfall. Auf jeden Fall. Hatten wir noch nicht. Aber trotzdem abschließend nochmal von der Philosophie wieder runterkommt, zu sagen, wenn ihr jetzt noch kein Time Stories habt und ihr kauft euch das Grundspiel und findet es großartig, dann wäre meine persönliche Empfehlung, als nächstes schafft euch die Endurance-Expedition an. Da seid ihr auch, sag ich mal, am nächsten dran von eurem Erlebnis vom Grundspiel und vielleicht als nächstes dann hinter der Maske. Und dann ist es wirklich Geschmackssache. Habt ihr lieber Zombies oder... Boah, ich fand echt alle gut, muss ich sagen. Also bei Hinter der Maske hat mich die Mechanik... Oder halt mehr die Rollenspieler. Das richtig geflasht. Also das fand ich, es war doch bei Hinter der Maske, glaube ich jetzt, dass ich an die richtige Mechanik denke. Das fand ich atemberaubend. Wobei ich auch sagen muss, in diesem Zombie-Fall, da gab es... In jedem Fall gab es so Aspekte, die wirklich originell waren. Wirklich gute Sachen. Hallo, und das war cool gedacht. Und wenn sie das weiter durchhalten, dann bin ich vollkommen zufrieden. Wie gesagt, meine einzige Kritik eigentlich ist, dass es mir zu wenig Fälle sind. Ich hätte gern... Ich sag mal, 4 im Jahr hätte das ich gern. Gut, ja. 4 im Jahr, das wäre alle im Quartal, das wäre angemessen. Es wird wohl weniger, ja, das ist schade, aber vielleicht mit dem Developer-Kit, das wird sicherlich eine Weile dauern, bis da vielleicht was kommt. Vielleicht kommen da auch mehr Sachen dann. Frage an euch, ich meine, es gibt mit Sicherheit Print-and-Play-Abenteuer, hat da jemand schon positive Erfahrungen gemacht, irgendein Print-and-Play-Time-Stories-Abenteuer, in die Kommentare das wir unbedingt runterladen sollten. Ja. Wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich selber eins. Kann halt aber noch 20 Jahre dauern. Ja. Kannst ja mal eine Crowdfunding-Kampagne starten. Ich habe schon eine Idee. Ich habe echt schon eine Idee. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Würde ich das unterstützen? Krons Time Stories Abenteuer. Als Print and Play. Wäre eine coole Sache. Ja. Okay, Vielen Dank. Die Endurance-Expedition, wirklich schön geworden, wirklich, trotz alledem, trotz meiner Philosophie, aber das galt, wie gesagt, für alles, was bislang herausgekommen ist. Das Ganze ist übrigens ein Szenario vom Space Cowboys Team mit Illustrationen von Bernard Spittler. Space Cowboys Team, interessant, ja, sehr cool. Wir sind gespannt aufs nächste, was ja hoffentlich auf jeden Fall eins kommt noch dieses Jahr. Lumen Fidei. Lumen Fidei ist schon angekündigt. Spanische Inquisition. Ja. Oder was ist das dann? Ja, ich glaube irgendwas Christliches. Okay, wir schauen. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.